Moin und herzlich willkommen zu einem Farmvlog. Falls ich das noch nicht gesagt habe, aber ich glaube nicht. Notiz an mich, falls man irgendwie nochmal eine Halle bauen sollte oder einen Schirm, Dach einen Meter höher machen, dann passen auch 4 Gitterboxen übereinander. Da fehlen, ja, 40 cm würde ich sagen, dass ich die darauf kriege. Ja, halber Meter vielleicht auch. Schade, dann doch nur 3. Ganz ruhig, Kleiner. Kleine. Ist gut. Gehen wir hier lang. Da kann man weiter. Geh rein! Ja, ihr könnt ihr toben. Geh mal rein. Anderen Bein kommen nach. Hey. Ein bisschen rutschig da unter, wa? So, die ersten zwei haben schon mal verstanden. Eigentlich. So, läuft schon einigermaßen. Hier Nummer 14. Der hat nur noch keinen Bock. Weiß ich nicht, warum. Oder eher nicht sie. Sind ja alles Mädchen. Will er noch nicht bei dir antrinken? Gut bis jetzt. So, das läuft hier schon mal alles. Wasser haben die jetzt auch zur Verfügung. Da trinkt der Erste auch schon. Oder die Erste. Ich muss mich dran gewöhnt, sind der Mädels. Dann läuft das auch. Die kriegen jetzt gleich noch ein bisschen Heu dabei. Und dann gucken wir mal, dass wir irgendwie die Tage ein bisschen Kälber-TMR vielleicht irgendwie rankriegen, dass sie da schon mit angefüttert werden. Dann läuft das hoffentlich. Achso, einen Kindergarten kann ich noch mal eben zeigen. Wir haben noch mehr Nachwuchs. Unsere eine Henne hatte ich hier auf dem Boden gekluckt. Da sind die Küken jetzt auch geschlüpft und zwar 8 von 9 Eiern sind rausgekommen. Das eine hatten wir nochmal eben durchgeleuchtet, das war aber auch nicht befruchtet. Also eigentlich guter Schnitt. Wenn es jetzt nicht alles Hähne werden, sondern alles Hühner, dann bin ich froh. So, im Moment ist sie hier noch ein bisschen einzelhaft im Käfig. Die wollte hier halt nicht runter, weil sie noch ein Ei da drunter hatte jetzt für 2-3 Tage. Aber das war halt nicht befruchtet, deswegen haben wir das gerade eben rausgenommen. Und weil hier ab und zu ein paar Katzen rumtigern und nicht, dass die Küken hier abstürzen und dann in eine Kuhle fallen, ist sie hier mal im Hundekorb. Ja, ist gut, Mami. Aber ganz süße Küken, muss ich sagen. Ah, ich muss mal eben gucken. GoPro-Aufnahme läuft, ne? Ja. Darf ich mal eben gucken, bitte? Da sind, ich glaube, 4 gelbe waren das. Hier, den finde ich so niedlich. Mit so einem Streifen und ein Pinguin. Da hinten.
ein bisschen schwarz mit grau. Finde ich, sieht so aus wie so ein kleiner Pinguin. Und sonst so ein paar Tennisbälle hier noch mit bei. So, wir müssen mal gucken, wo wir dich dann lassen, ne? Dass deine kleinen Zibis hier so ein bisschen in Sicherheit kommen. Tja, immer was los, wenn man viel Kram hat. Immer was zu tun, immer was zu kochen. So, nochmal eben kurz zu dem Kälbern. Ich gehe gleich ins Bett, aber vorher habe ich noch eben einmal gefüttert. So, also meldet sich mal nochmal eben schnell Licht an für die Kamera. Die trinkt auch schon. Ich wollte nochmal eben kurz was zu den Nookies und so, zu der Kälberbar erzählen. Das gefällt mir bis jetzt eigentlich echt gut. Wir haben jetzt erstmal darauf geachtet, dass sie nicht zu hoch hängt, dass die Kälber halt schön den Kopf so lang machen, wie man jetzt sieht. Das ist ja ungefähr so die Höhe, wo das Euter von der Mutterkuh dann auch ist. Und das ist eigentlich immer ziemlich wichtig, dass sie den Kopf so ein bisschen nach oben knicken. Dann funktioniert der sogenannte Schlundrinnenreflex nämlich richtig. Das ist, ich sag mal, vereinfacht so eine Klappe im Rachenraum und die wird dann, ich weiß gar nicht, auf oder zugemacht. Jedenfalls gelangt dann die Milch direkt in den Labmagen und passiert die Vormägen alle nicht. Also kommt nicht in Pansen und Co., sondern gleich dahin, wo es richtig verdaut werden kann, in den Labmagen. Das funktioniert halt nicht, wenn das normal irgendwie etwas höher trinkt, dann ja, ist dieser Schlundrinnenreflex nicht gegeben und das funktioniert dann nicht so, wie eigentlich gewollt. Denn im Labmagen wird das halt direkt eingedickt. Ich weiß nicht, der ein oder andere kennt es vielleicht vom Käse machen, da wird das Lab ja auch genommen, um den Käse dann einzudicken, beziehungsweise die Milch einzudicken. Und das gleiche ist beim Kalben auch, was im Labmagen passiert. Außerdem, die Nookies, die haben eine relativ langsame Durchflussgeschwindigkeit, was auch gut ist. Dann bilden die Kälber nämlich richtig viel Speichel beim Trinken. Sieht man ja, das schäumt ja richtig vor. Sieht man das? Was auch gut ist, denn im Speichel ist auch ein Enzym enthalten, was für die Verdauung gut und wichtig ist. Und da sollen die ruhig gerne viel von produzieren. Das hast du bei Nookies, die halt viel durchlaufen lassen, nicht so doll, dass sie so viel speicheln. Da trinken die halt nur. Von daher gefällt mir das bis jetzt eigentlich ganz gut. Und ja, die Mädels haben sowieso den ganzen Tag Zeit, dann können die auch ruhig ein paar Minütchen länger trinken. Die Nummer 14 trinkt sowieso jetzt schon relativ viel. Die eine Box hat sie schon ganz leer gemacht. Pro Box sind, wie gesagt, 3 Liter. Da sind jetzt vielleicht 2,5 Liter drin aber im Moment pro Box. Ich hatte jetzt 10 Liter nochmal nachgekippt für die Nacht. Da ist jetzt von der einen Box für die 2,5 Liter bestimmt 6-7 Minuten bei gewesen, mindestens. Und sonst so ein Eimer mit 3 Litern haben die ja im Nu aus. Also von daher gefällt mir das echt ganz gut. Und ich habe hier jetzt noch so ein bisschen Heu zur freien Verfügung mit hingegeben im Eimer. Das ist halt auch richtig gutes richtig gutes Pferdeheu. Riecht super und ich habe noch was gefunden, beziehungsweise habe so ein paar Ballen, was nicht so extrem lange Halm hat. Da könnte ich schon ein bisschen mit knabbern, dass wir den Pansen auch schon mal ein bisschen in Gang kriegen, dass der ausgekleidet wird und schön voluminös wird. Dann lass sie sich hier immer so hinlegen, das gefällt mir noch nicht. Erstmal noch ein bisschen mehr einstreuen morgen auf jeden Fall und mit den Tagen wird es hoffentlich besser, wenn unten so eine kleine Matratze Vollmist ist, die schon ein bisschen Halt hat, dann legen die sich hoffentlich nicht so ins Mett. Das hätte ich nicht gedacht, dass es so schlimm ist. Jedenfalls, dass wir den Pansen ein bisschen schon mal auskleiden bzw. größer kriegen, hatte ich im letzten Kalbe-Video erzählt, dass wir diese sogenannten Pansenzotten aufbauen. Wenn die nämlich nachher aufs Grünland kommen, dass sie wirklich schön das ganze Gras verwerten können, wenn die viel Oberfläche im Pansen haben, dass sie alle Nährstoffe schön aus dem Gras rausziehen können, dass wir nicht viel Kraft vor- oder nachfüttern müssen, hoffentlich. Dass sie dann alles, was im Gras enthalten ist, schön rausziehen können. Naja, achso, mit dieser Kälber-TMR. Falls hier vielleicht jemand im Umkreis ist, ich sag mal Landkreis Cuxhaven, ganz grob, und dieser Kälber-TMR macht, der kann sonst sich mal gerne melden, wenn er sich mir vielleicht eine Tonne oder so davon verkaufen würde. Für mich lohnt sich halt nicht, jetzt irgendwo hinzufahren, einen Mischwagen damit voll zu machen, dann muss ich ja Melasse kaufen und Heu, ja gut, Heu habe ich selber, aber dann noch Kraftfutter damit rein, Mineralstoff und alles. Und für meinen 4 Kälber lohnt sich das nicht. Klar, ich kann von der Raiffeisen so einen fertigen Beutel kaufen. Ich weiß jetzt auch nicht, was der kostet. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass das nicht ganz so günstig ist. Also falls jemand sowas vielleicht gerade immer macht und da eine Tonne mehr mit in den Mischwagen schmeißen würde, würde ich die sonst gerne abkaufen.
Könnt ihr euch sonst ja gerne mal per Mail melden. Naja, so, Mädels, legt euch schön hin hier. Du kannst gerne noch so viel saugen, wie du möchtest. Und dann sind wir vier uns morgen früh. So, gerade mal eben wieder so ein ganz bisschen Baumschul-Content. Ich fahre gerade Beete zum, ja, wo die Neuverschulungen kommen, quasi wo die kleinen Setzlinge nachher gepflanzt werden. Auf dem Arion 420 sitze ich gerade. Im Moment leider ohne Lenksystem. Der Träger mit dem Lenksystem steht auf hoher Spritze, deswegen frei Hand. Aber bis jetzt, was heißt bis jetzt, die letzten Jahre habe ich das auch immer ohne Lenksystem gemacht. Ich denke mal, das ist einigermaßen gerade. Das passt schon. Wir das auch, dann ab zur nächsten Fläche. Tor zu und abfahren. So, noch gerade einen kleinen Überraschungsbesuch gekriegt. Und zwar Niklas ist da. Darf man das schon verraten mit deinem Träger? Ist dir egal. Wir haben ja, wann war das, im letzten Video, vorletzten Video gesehen, dass er einen Vorführträger hatte. Ist aber ein anderer geworden, aber nicht gekauft, sagst du, ne? Die ist noch gemietet. Noch gemietet. Und da dran ist mein Frontlader gerade. Den hatte ich ja sonst mit einem Betrieb zusammen und der hatte sich jetzt aber einen anderen Träger gekauft und jetzt habe ich den quasi seinen Anteil abgekauft und ist jetzt ganz mein Frontlader. Allerdings habe ich ja keinen Träger gerade zum Wegholen, deswegen durfte der da mal eben ran. Du brauchst ihn ja sowieso die Tage, sagtest du, ne? Willst du irgendwie Steine sammeln oder so? Genau, und dann hast du den da gerade mal eben rangebaut und der ist von dem anderen Betrieb weg. Ich brauchte meinen Träger jetzt nicht schnell irgendwie fertig machen. Top. Aber passt anscheinend gut dran. Ich setze mich mal rauf auf die Kiste, ne? Hoppa. Das ist gar kein stufenloser. Nee, ist anders als der rote. So. Ich brauche den sowieso im Moment nicht. Dann kann Niklas sich den mal eben ausleihen, beziehungsweise auf eine bestimmte Zeit erst damit arbeiten, bis mein 600er endlich wieder läuft. Ja, jetzt habe ich einen großen Frontlader, aber keinen Träger dafür. Aber ich hatte jetzt halt die Möglichkeit, den mit zu übernehmen und wir hatten den damals für einen recht guten Kurs gekauft und dementsprechend war das jetzt auch relativ günstig, den zu übernehmen. Ich hatte mal im Internet geguckt, was ein neuer kostet, beziehungsweise ein neuer gebauter mit der gleichen Ausstattung und da waren wir ja wirklich welten unterschiedlich zu dem, was wir damals bezahlt hatten. Und dann haben wir gesagt, übernehmen wir den. Falls man den wirklich gar nicht braucht, ich meine, ich habe wirklich genug Frontlader. Ich habe den GT, ich habe den Weidemann, theoretisch haben beide kleinen Träger auch einen Frontlader. Das wäre dann ja der fünfte Frontlader. Ja, eigentlich hatte ich an jedem Träger einen Frontlader. Ja. Ja, wenn man den wirklich nicht braucht, stößt man ihn wieder ab und dann ist das so, aber das hat man zumindest hier erstmal hin. Deswegen haben wir uns jetzt zur Übernahme entschieden. Puh, so, Holz ist auch immer ein Thema. Hier hatten wir den Baum, der hier noch lag. Den habe ich jetzt einmal klein gemacht. Und einmal in drei Stöcke gesägt. In der Hoffnung, dass ich die gleich mit dem Weidemann wegkriege, die dicken Stämme. Den habe ich jetzt ein bisschen länger gelassen, weil es ja nur die Hälfte quasi ist. Ich hoffe, ich kriege den einen so weggewoppt. Aber ich muss ja noch überbahnen. Da habe ich jetzt gar nicht drüber nachgedacht. Mit ganz viel Glück passt das. Muss ich gleich mal gucken, sonst muss ich ihn noch einmal in der Hälfte schneiden. Ist das auch noch so. Aber dann kriege ich die dicken Stämme zumindest eben zum Hof und den Kleinkran. Den spalte ich hier gleich im Box. Dann muss ich den nicht extra auf den Wagen laden und dann wieder runter und spalten. Da hole ich mir hier den Hauklotz eben her und Kisten. Und ich denke mal, was werden das? Drei Kisten vielleicht? Vier? Und dann ist das hier auch weg, der Kram zumindest. Ein bisschen dickes Licht da noch, wo so viel Erde dran ist. Das muss ich gleich mal eben machen, beziehungsweise morgen. Jetzt hatte ich die Kette gerade einmal scharf, deswegen wollte ich das mal eben einmal weg haben. Und ein kleiner Baum nicht da hinten hier noch. Dass das hier zumindest weitergehen kann mit der Bodenbearbeitung. Einmal hatten die jetzt schon Gülle raufgefahren, da habe ich gar nicht mit gerechnet, weil ich mit dem Weidemann hier knapp fahren konnte. Aber breite Reifen macht doch schon ganz schön was aus. Also habe ich gewundert, dass sie so fahren konnten, ohne Spuren zu machen. Und dass sie hier jetzt halt, ich weiß nicht, wann sie anfangen wollen mit Flügen, hier dann freie Bahn haben halt. Neuer Tag, ich fahre jetzt gleich mal mit dem Weidemann hin zu meinem gefällten Baum. Gestern Abend habe ich da die dicken Stämme noch weggeholt, bis auf den einen lang, der war doch ein bisschen zu schwer. Da kam der Weidemann hinten hoch, da muss ich gleich noch mal einen Meter vorweg sägen, dann geht das, denke ich.
Ich bin mir nämlich noch nicht sicher, ob ich da irgendwie was draus sägen will oder nicht. Ob das geht, weiß ich nicht, muss ich jetzt nachfragen, deswegen lasse ich den relativ lang. Dann nehme ich jetzt gleich den Hauklotz aber mit hin und schon mal zwei Gitterboxen, die ich voll mache. Und eben waren wir am Anhänger schon mal eben ein bisschen bei. Wir haben hier vorne einen Griff neu gemacht, neue Schrauben rein, dass hier auch nicht der Rost runterläuft, so wie hier. Dass das schon mal neu ist. Und Reserverad haben wir jetzt ein neues. Einmal neue Decke aufziehen lassen. Hier. Und so einen Überzug hatten wir jetzt bestellt, dass das nicht immer wieder von der UV-Strahlung so ausbleicht und kaputt geht und rissig wird der Reifen. Wir müssen aber mal gucken, ob der Sack falsch gekommen ist. Den hatten wir eigentlich für 15 Zoll bestellt, aber der ist irgendwie so schlabberig noch. So darf das eigentlich nicht sein. Und der ist zwar ein Zugband unten dran, aber das ist schon ganz zusammen. Meine Frau guckt mal eben, ob die das falsch geschickt haben oder ob sie das falsch bestellt hat, ob das für 17 Zoll ist. Haben wir jetzt einfach bei Amazon einfach so Blanko-Ding in Silber. Passt, denke ich, ganz gut. Gab es, glaube ich, noch in Schwarz und in Weiß. Wir hatten noch einmal nachgeguckt, was es von Humbauer, ob das so ein Ding von Humbauer gibt. Ja, gibt's auch. Aber das sollte, ich glaube, 120 Euro mehr kosten als der Sack da. Der hat jetzt, glaube ich, weiß ich nicht, 15, 20 Euro gekostet und der andere sollte über 100 kosten. Deutlich über 100. Nur weil der Humbauer draufsteht, nee, das haben wir dann nicht ganz eingesehen. Würde zwar schick aussehen, aber. Also, ich glaube, man kann die sogar bedrucken lassen. Theoretisch hättest du einfach ein Humbauer-Zeichen draufdrucken lassen können, aber ja, darfst du theoretisch ja auch nicht. Von daher ist er jetzt einfach blanko, funktioniert auch genauso. So, ich weiß nicht, ob man das gerade gesehen hat. Von der einen Seite wollte er überhaupt nicht, da war auch ein kleiner Ast drin. Und dann einmal umgedreht und dann ging es wie Tüt. Das ist echt heftig, was das für Unterschiede sind, von welcher Seite man spaltet. Hier, da war so ein kleiner Ast drin und dann von der anderen Seite ging es so durch. So, das war schon mal Box Nummer 1. Oh, die Sonne knallt aber heute. Ich weiß gar nicht, war das so angesagt? Ich habe nicht nachgeguckt. Aber spart man sich das Fitnessstudio. So, jetzt hoffen wir mal, dass wir die hier gut wegkriegen, dass es nicht zu nass hier ist. Eigentlich sollte das gehen, denke ich. Die nächste Box kann ich dann hier so ein bisschen hinfahren und weiter nach da. Dann muss ich nicht mehr ganz so lange laufen. Aber die Box ging sowieso relativ schnell voll. Hier vorne waren ja etwas dickere Klötze. Das hat ganz gut was geschafft. Das waren schöne Scheite, ging gut zu spalten. Kam gut was raus, aber noch angenehm zu tragen. Mit unseren Shower kann abtrocknen und dann ist, glaube ich, erstmal Mittag und schon wieder der nächste Tag. Ich habe gestern ja insgesamt 3 Boxen weggespalten von dem Holz. Man sieht, das Lager wächst schon wieder so halbwegs. Das, was ich jetzt schon kaputt geschnitten hatte, hatte ich jetzt alles weggespalten. Da liegen jetzt nur noch so ein paar Äste, die halt in, ja, mit viel Matsch dran sind. Und so 2-3 etwas dickere Äste, die ich nochmal kappen will, was mit Busch weg kann. Und der Rest muss noch zu Brennholz, aber es wirkt nicht mehr viel. Ich schätze mal Viertelbox vielleicht, was da jetzt noch liegt. Und dann halt dieser lange, dicke Stamm, da muss ich noch 1,5 Meter vorweg sägen, dass ich die mit dem Weidemann wegkriege. Und dann ist der erste Baum zumindest weg und dann der hintere ist ja deutlich kleiner.
Pferde habe ich eben schon gefüttert, Kälber sind gefüttert. Ich habe eben schon gedacht, eigentlich müsste man oder könnte man mal so eine Bauernhof ASMR-Folge aufnehmen, also nur Bauernhofgeräusche. Zwischendurch finde ich das echt entspannend, ne? Ich mache mein Licht an. Hier Nummer 1, so ein Pferd beim Kauen. Mein Müsli ist jetzt nicht ganz so geil, aber mit Heu. Ich liebe das ja, ne? Dieses Geräusch. Wir filmen sonst gleich nochmal hin, wenn da was ist. Moment. Das Müsli können wir schon mal aufnehmen. Finde ich schon mal mega entspannt. Dann Nummer 2, Kälber beim Saufen. Finde ich auch irgendwie ganz nett. Und ich weiß ja, ein, zwei Sachen hatte ich noch, aber naja. Hühner beim Gackern ist nicht ganz so geil beim Einschlafen, aber ist so. Ich hatte gestern hier jetzt noch einen Trog mit rangebastelt. Nur mal eben mit Kabelbindern, aber Helsch ist stabil. Da habe ich jetzt Kraftfutter mit drin. Da gehen sie auch zwischendurch schon mal eben ran, dass sie da ein bisschen was mit wegknabbeln. Ihr habt aber Hunger, wa? Genau, achso, und gestern ist das Huhn vom Heuboden hier noch mit eingezogen. Das ist jetzt in die leere Gitterbox hier gekommen mit den Küken. Wo seid ihr? Wir haben einmal fürs Video deine Kleinen sehen. Das sitzt zwar gerade so schön drauf, aber hier haben die auf jeden Fall genug Platz. Ja, kommen sie alle. Ich finde das immer Wahnsinn, wie viele Küken unter so eine Henne passen, ne? Jedenfalls jetzt auf jeden Fall genug Auslauf für sich. Und hier kommt zumindest keine Katze rein. Und von daher haben wir sie hier erstmal reingemacht, bis die Küken aus dem Gerübsen raus sind. Dann können die mit raus und damit laufen. So, genau. Was mache ich jetzt noch? Ich muss gleich auf jeden Fall den Misthaufen weiter wegfahren. Und meinen Baum den Rest machen, dass ich das vom Zettel habe. Achso, und nachher fahren wir noch los und holen noch einen Absetzer, aber da nehme ich auf jeden Fall euch dann auch wieder mit. So, jetzt aber Rigo. Fährt beim Heufressen. Oh ne, nicht du schon wieder. Finde ich sehr entspannt, das Geräusch. So, nochmal eine kleine Feldbegehung. Ich bin gerade hier auf meinem Stück, wo ich eigentlich Neuansaat ja machen wollte. Das sollte normalerweise im Herbst ja schon angesät sein, aber dann kam mir der große Regen, dann kam ich ja nicht mehr rauf. Und im Moment sieht es auch noch nicht viel besser aus. Also hier brauche ich noch nicht mit dem Grubber irgendwie bei oder neu ansehen. Das hat noch Zeit. Wir haben das ja zum Glück nur ganz wenig gefräst, weil das ja sowieso ein mooriger Standort ist. Wirklich nur die Grasnarbe so 1, 2, 3 cm weggefräst. Aber matschig halt. Das muss doch nicht sein. Ich bin nur froh, dass wir die Gruppen aufgemacht haben. Die haben auf jeden Fall schon gut Wasser weggezogen. So ganz leicht wird das hier auch schon wieder grün. Aber das kriegt man mit dem Grubbern dann einmal wieder weg. Also die hat auf jeden Fall gezogen, hier die Gruppe. Ja, ein bisschen warten. Das nützt leider nichts. Tja, im Nachhinein ist man natürlich immer schlauer. Jetzt hätte ich auch gesagt, hätte man lieber nur einfach Narbe totgespritzt mit Roundup oder beziehungsweise mit Total Herbizid und dann einfach mit der Vredo Grassaat nachgeschlitzt, die Neuansaat, dann hätte es jetzt schon eine schiere Neuansaat, aber naja gut, ist so. Ich hatte keine Technik da, ich wollte es mit meiner eben machen, weil das halt auch nicht die Fläche ist. Ich weiß nicht, ob das für ein Lohnunternehmen hierher kommt. Deswegen habe ich gesagt, einmal ganz flach fräsen und sehe ich das mit meiner Maschine nach, beziehungsweise hätte mir eine Grassaatdrille geholt. Die hat dann aber auch nur Schleppschare. Da wärst du dann in so eine abgespritzte Narbe dann nicht reingekommen. Da hättest du wirklich Scheibenschare haben müssen. Und das hatte ich halt nicht zur Verfügung. Deswegen hatte ich die Methode gewählt. Naja, irgendwie kriegen wir da schon wieder grün, da bin ich mir sicher. So, haben wir das langsam eingeschaufelt. Ruhe.
eine Schaufel Buschner und dann so ein paar dicke Klötze, die ich jetzt nicht durchgekriegt habe, wo ja, so Achsen waren, also das Holz so verspittelt war. Die habe ich da jetzt so liegen. Mal gucken, ob ich die so im Ganzen einfach in die Gitterbox schmeiße. Ich habe da noch ein paar Boxen, wo der Dachstuhl drin liegt, dass man die irgendwann mal mit in eine Feuertonne durchkloppt. So, das bringe ich noch eben weg. Und dann hätten wir das auch schon. So, ich zeige euch noch mal eben hier den dickeren Stamm, den ich eventuell zum Sägewerk geben wollte. Aber ob das viel Sinn hat, weiß ich auch nicht. Ihr könnt euch da wahrscheinlich, oder einige von euch, vielleicht besser mit aus als ich. Ja, hier vorne würde ich halt den 1 Meter, 1,5 Meter vorweg sägen, hier wo die Astgabel war, weil das halt nur so verästeltes Holz ist. Ansonsten ist ja relativ gerade. Das einzige ist halt, dass er in der Mitte durchgespalten ist. Und hier der Kern sieht nicht mehr ganz so frisch aus. Tja, ja. Wahrscheinlich kein Zweck. Müsste man vielleicht mal 1-2 Meter vorweg sägen, aber dann wäre der ja auch schon deutlich kürzer. Das ist wahrscheinlich doch nur was für Brennholz. Hier schon ein bisschen weich. Ja, dann wäre das wahrscheinlich doch Brennholz. Könnt ihr ja nochmal schreiben, falls das doch Sinn hat, aber wie ich das jetzt im Moment so sehe, ist das eher nix. Das ist ja kein richtig dickes, hartes Holz mehr. Das hat ja wahrscheinlich schon einen Grund, warum der in zwei gebrochen ist. So, ich muss sagen, ich habe ganz vergessen zu filmen, aber das ging gerade so ratzfatz. Und zwar haben wir gerade noch einen Galloway-Bullen dazu gekriegt. Absetzer ist jetzt 1 Jahr alt. Ja, wir haben jetzt den Anhänger gerade sauber gemacht. Eine Packung Späne hatten wir damals reingepackt, als wir die Kälber geholt haben. Ja, das war ja vor 3 Tagen quasi. Und jetzt den Bullen eben noch mitgeholt und jetzt eben ausgemessen, schmeiße bei den Kälbern rein. Haben sie auch schon mal frisch eingestreut. Und den Bullen zeige ich sonst gleich mal eben. Ist auch schottische Linie. Ja, schottische Linie, also einer von den kleinen Galloways. Genau, und der soll ja eigentlich, wenn einigermaßen was dran ist, dann im Dezember zum Schlachten. Je nachdem, wie dick wir ihn kriegen. Genau. George heißt er übrigens. Gucken, wenn ich einigermaßen hinkomme. Dann schmeißen wir das da mal über hin. Ja. Wenn das passt. Noch ein weiteres Geräusch für Tier ASMR. Wieder Coin. Hört man gar nicht so. Wo ist der kleine Neue denn? Da, George. Kleiner Galloway Bulle. Wie gesagt, 1 Jahr alt, jetzt gerade ein Absetzer. Wir haben uns echt gewundert, als er vom Anhänger kam, wie klein der noch ist. Aber Gloria war genauso klein hier. Die ist jetzt schon ein bisschen gewachsen. Mal gucken, wie viel wir ihn noch, wie viel wir da noch rankriegen. Na Mausi. So, wir haben es gerade Sonntagnachmittag jetzt. Deswegen will ich nicht ganz viel Kram machen. Eigentlich wollte ich noch Rasen mähen jetzt eben, weil es morgen schon wieder regnen soll. Das nützt sich, das muss ich auch mal eben auf dem Sonntag dann eben machen. Aber jetzt in der Mittagszeit will ich nicht ganz so viel Krach machen, deswegen habe ich mir jetzt unter meinen Roder gerade verkrümelt und mache hier mal eben solche Ecken schon mal grob sauber. Jetzt ist ja schön abgetrocknet, jetzt kann man sowas gut wegkriegen, bevor man den wäscht. Das ist wohl dann leichter, als wenn man das mit dem Hochdruckreiniger macht. Den mache ich dann vom groben Dreck schon mal eben einmal sauber, puste den ab. Und ich muss mal gucken, vielleicht wasche ich den noch gar nicht, je nachdem wie viel Scheiße hier dann noch drin sitzt. Lass ich den einmal schön 5 Minuten durchlaufen, dass sowas hier alles von der Kette auch mit rausrieselt. Und dann gucken wir mal, wie dreckig ist, ob ich den dann überhaupt noch wasche, wie gesagt. Mal gucken, aber erstmal mache ich hier solche Ecken alles sauber. Damit der jetzt auch endlich mal fertig ist. Und dann, wie gesagt, mache ich mich gleich
so gegen 2, halb 3 dran eben schnell den Rasen einmal abmähen, bevor das morgen schon wieder gießen soll ohne Ende. So, jetzt denken die Nachbarn, ich bin komplett verrückt. Nein, das Kalb ist nie ausgebrochen, wir gehen jetzt eine Runde spazieren. Das darf gleich mal eben eine Runde im Garten laufen einfach. Spittelchen hat uns so ein bisschen was, ja, hat uns angetan. Bis jetzt glauben wir auch noch nicht, dass sie nachher eine Wurst landen wird. Die wird wahrscheinlich besamt und als Reitkuh ausgebildet. Oh, hallo. Habt ihr einen neuen Dalmatiner? Hallo. Guck mal, kurze Eingewöhnungszeit. Die kriegen wir echt zur Reitkuh. Hm? Manchmal von Vorteil, wenn man der Kleinste und der Schwächste in der Truppe ist. Ach Manu, das war eigentlich nicht so geplant. Eigentlich soll es so ein schönes Steak geben nachher auf dem Grill. Verdammt. Jetzt muss ich dich halt reiten, wenn du alt genug bist. So, alle Mann wieder vereint. Halbe Stunde Ausflug gehabt. Aber Hälfte anlegen und so ging echt schon eben gut. Kam gleich von alleine schon her, wollte gekrault werden. Ich glaube, wenn man will, kriegt man die zahm. Scheiße. Naja, so. Ihr habt noch ein bisschen, sehr gut. So, Mausi, du trinkst gleich nochmal eben was. Dass du wieder Energie kommst. Meist hat sie nämlich auf dem Hinweg ausgeschissen. So, alles klar. Bis nachher. So, meine Damen und Herren, das soll es für diesen Vlog gewesen sein. Ich melde noch eben schnell Georgie um. Das ist übrigens hier der Rinderpass. Und dann war es das für mich auch heute. Dann geht es ab ins Bett und ja, dann ist gut. Ich muss sagen, ich bin fix und alle. Also meine Hände tun weh und Lenden irgendwie vom Holz machen. Also glaube ich zumindest vom Holz machen. Das hat ganz schön reingehauen, aber naja, jetzt ist zumindest weg, das ist schon mal gut. Vielen Dank fürs Zusehen, guckt gerne in den nächsten Vlog wieder mit rein und dann sehen wir uns, ich weiß gar nicht, was wir da machen, werdet ihr gewahr. Bis dahin, ciao.